Hallo Freunde, willkommen zurück im wunderschönen Nordfriesland. Wir sind hier gerade mit dem Vollenter auf dem Weg zum Feld Nummer 12, wo wir das Rüben-Imperium an uns reißen werden. Das ganze Rüben-Imperium sagt hier nein, ein kleines unbeugsames Feld sträubt sich noch dagegen. Ja, ist egal. Ich kriege jetzt hier keine Brücke geschlagen Richtung Asterix und Obelix. ja, gestern ein bisschen was passiert hier auf jeden Fall, ne? Und wir haben hier ordentlich Geld gespart. Das gefällt mir auch schon mal sehr, sehr gut. Und wir werden jetzt mal schnell loslegen. Und hier unsere Route einrichten, so dass wir dann hier über Nacht dann Rüben ernten können. Es wird noch munter, zumindest keinen Kompost produziert, aber es wird auf jeden Fall Silage verkauft. Wir sehen es oben rechts. Das ist auch schon mal was. Und wir müssen gleich auf jeden Fall noch zu Aldi hüpfen und das Gemüse versetzen. Und irgendwann dann können wir auch langsam anfangen, mal so eine Ladung ins in den Hofladen zu kippen. Weil wir wollen dort ja auch dann irgendwann mal die Geldkassetten haben. So, und jetzt fahre ich erstmal hier auf dieses Feld drauf. Ist mir egal, was ihr davon haltet. Ich fahre hier einfach mal. So, und dann möchte ich ganz gerne Feldarbeit machen. Auf dem Feld Nummer 12. Bei einer Arbeitsbreite von 4 Meter machen wir mal 3,90 Meter, 3,80 Meter. Aktuell also 3 geschmeidige Vorgewände. Können wir auch hart machen, ne? Obwohl, ne, lass mal so. Ist egal. Dann generieren wir. Der ist ja bis über allmächtiger. So, wir wollen das Ganze mal speichern. F12. Und was war das? 3,80 Meter. Alter, da brauchst du aber 50 Fahrzeuge davon, um da überhaupt irgendwie. Ja, jetzt kackt mir auch noch LS ab hier. Speicherst mir ganz schön lange. Sind auch nur 1000. Ah. Nein, entschuldige. Alter, was? 11.000? Das ist einzig und allein die erste und das erste und letzte Mal, dass ich auf so einem Acker Rüben drauf haue. Das findet nie wieder statt. Ach du Alarm. So, wir brauchen einen Abfahrer. Ja, du wärst gut, bist aber noch nicht fertig. Was haben wir denn noch so? Du kannst das machen. Abfahren lassen. So. Dann mal schnell zurück zum Hof. Dann brauchen wir einen Kurs vom Feld Nummer 12 oben zur Zuckerfabrik, ne? Boah, ist das übel, ey. 11.000 Wegpunkte. Oh. Ich guck's einfach spaßeshalber mal drauf, wie viel das Ganze oder wie lange das dauert. So. Wir nehmen einfach dich hier.
Und dann mal schnell da hoch. Wir bringen die auch gleich hoch zur Zuckerfabrik, weil ich fahre die jetzt nicht erst hier zwischen und hau die ins, ins Hofsilo rein. Das wäre ja Schwachsinn. Ja, interessant auf jeden Fall. Allmächtiger. Was habe ich mir nur dabei gedacht? ich muss auf jeden Fall irgendwie was einfallen lassen. Zieht euch das mal rein, ey. Dann müsste man theoretisch noch hergehen und sagen, okay, der fängt an und macht sich selbst leer, ne? Aber dann wirst du ja gar nicht mehr fertig. So, wo muss ich denn genau hin? Zellstoff? Nein. Irgendwo die Richtung auf jeden Fall, ne? Brennerei, Palettenlager, Zellstoff. Da oben ist Zucker. Ah, ich hätte ruhig oben rumfahren können. Macht nichts. Biege ich hinter Feld 7 dann ab. Macht auch nichts. Ja, das passt. Wir fahren einfach erstmal geradeaus weiter. Wir genießen hier so ein bisschen mal den Blick aufs Stadion bei Nacht. So. Und dann habe ich gelesen, gibt es wohl die ein oder andere Schwierigkeit hier oben an der Zuckerfabrik. Dass dort Trigger nicht getroffen werden und irgendwie sowas. Das wollen wir mal testen auf jeden Fall. Weil prinzipiell soll es ja so sein, dass es fährst hin, funktioniert. Das ist das Ziel. So, muss ich erstmal gucken, wo geht's denn hier rein überhaupt? Da, ne? Hier rum, ne? Nein. Müssen wir eben abchecken, ja? Plot unterwegs. Hier rum. Hier rum, ne? Können natürlich auch hier lang. Ne, können wir nicht. Wir fahren so. Ah, ist aber ganz schön flott hier. So. Hier rum. Ganz schön eng hier, ne? Aber wir können hier raus. Das passt. Okay. So, dann wollen wir mal. Da fängt es ja schon gut an. Durchdrehende Reifen. Ich raste aus.
So, hier sollen ja die Rüben abgeladen werden. In den meisten Fällen passt das. So, jetzt wollen wir mal hoffen, dass wir noch zeitig wieder da hinkommen. Bevor hier voll an den Not ist, ne? Warum hat der denn durchdrehende Reifen? Das ist schon ätzend. So, komm, 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 Gas jetzt. Gas, 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 Gas. Und dann dahin. Ich glaube, ich mache das wirklich, dass ich dem Rübenroder sage, er soll die ersten Male selbst abfahren, sich selbst abtanken und dann erst, wenn er dann an die Feldbahn geht, dass er dann erst vom Traktor abgetankt wird, weil auf den ersten Metern kommst du ja sowieso nicht dagegen an und bist die ganze Zeit eigentlich immer am Rennen, weil dieser hier sich dann ständig in den Graben setzt, durchdrehende Reifen hat oder was auch immer. Und das muss ja nicht sein, ne? So, dann machen wir mal Beladen am Startpunkt. Yo. Ey, komm. Im Herz oder was? Warum denn? Jetzt habe ich hier... Das wollte ich doch gar nicht. Das wollte ich haben. Wollte ich. Warum will er denn jetzt nicht... Warum geht jetzt das Radio nicht? Ah ja, okay. So, ich möchte gerne Abfahrer einstellen. Nein, ich möchte gerne, dass du... Nein. Ach, der hat keinen. Ach, jetzt hat er kein Allrad und so. Ich raste aus. Wie kriege ich dich denn jetzt hier wieder raus? Au, 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 au. Ja, wir müssen auf jeden Fall hier was machen. Oh, Kacke. Muss man hier ein bisschen kurz improvisieren. Ja, der ist nicht ganz hier für diese Breite gemacht, glaube ich. Oder für die Länge auch nicht. So, eigentlich wollten wir ja... Ach, wie machen wir das denn? Das wird ja noch komplizierter, wenn ich auf dem ersten Runde... Ah, ich bin aber überlegen gerade, wie ich das mit dem Abfahrkurs mache. Ob ich ihm wirklich sage, fahr alleine ab.
Aber irgendwas müssen wir machen. Und wenn wir ihm sagen, er kann alleine abfahren und wir gucken nicht zu, dann tut das auch nicht ganz so weh. Und ich sehe auf jeden Fall, der Anhänger da hinten könnte zu klein sein. Wie passt denn hier rein? Welches Fenster? 45.000 brauchen definitiv einen anderen Anhänger. Oder ich muss ihm sagen, er soll bei 60% abfahren. Dann könnte es hinhauen. Oder 65. Müssen wir gucken. Bis 30.000 können wir gehen. Jo, bei 65% soll er dann abfahren. So machen wir es. Das wird jetzt ein Hickhack. Naja, macht's. Ja, liebe Leute, ich weiß, es sieht jetzt doof aus. So, hier soll er überladen. Ja, es wird schon ganz gut werden, denke ich. So, dann fährt er weg. Macht weiter. Das machen wir so. F12 Route. Da rein. So. Dann haben wir es. Der brachialste Kurz ever. Mit satten 4 Stunden Arbeitszeit. Alter. Und das ist reelle Zeit, ne? Liebe Freunde, das dürft ihr nicht vergessen. Ach du Scheiße. Das ist reale Zeit. Da heißt das also, 4 Stunden, 34 Minuten. Das sind 4 Folgen pro Stunde, grob über den Daumen gerechnet. 18 Folgen. 18 Folgen nur Rübe. 18 Folgen Rübenbrot. Ich will mal gucken, was er jetzt macht hier. Ja, er fährt um Ecke, das ist okay. Da lässt er natürlich die Elfe stehen, das ist nicht ganz so okay. Aber es hätte auch schlimmer sein können. Das ist echt unnormal. Ich gehe kaputt. Naja. Gut, das soll es auf jeden Fall gewesen sein für heute. Ich bedanke mich bei euch, wünsche euch wie immer noch einen schönen Tag, eine schöne Zeit. Macht es erstmal gut, denkt an
alles. Und bis morgen. Ciao, ciao.